So, hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Und ja, für die Neuansteiger dieses Kanals, ich bin IngenieursLP. Und ja, heute habe ich euch ein Tutorial für die automatische Farm in Minecraft. Und ja, dann legen wir auch gleich einmal los. Es gibt ein paar Sachen, die ihr dazu benötigt. Einmal den Grasblock, um das zu bauen, um halt auch aufzuhacken. Dann Kies oder Sand und Kolben oder klebrigen Kolben, das ist egal. Dann halt eine Hacke, um halt den fruchtbaren Boden umzugraben. Und Wasser, um es zu bewässern und das neue Prinzip, was ich euch vorstelle, und die Technik. Und dazu kommen wir jetzt. Und dazu drehen wir uns immer um. Ja, hier steht schon die Farm, einmal von hinten. Hier ist von vorne, also hier, Karotten, Kartoffeln, Samen, hier noch ab der 172. Es wird alles genauso funktionieren, ab 1,8 und sowas wird alles funktionieren. Und dann halt Knochenmehl habe ich jetzt einfach hier bis zu benutzt, um die Wachstumsschnelligkeit zu machen. Das da hinten braucht euch gar nicht zu interessieren. Das ist ein anderes Tutorial. Habe ich auch ein Video dazu gemacht. Und ja. Also das neue Prinzip zu dem Wassereimer hier ist das Wegspülungsprinzip. Das geht so. Kies fällt runter, Wasser spült Sachen weg, hier rein, kann es aufsammeln, Mühe erspart. Muss nur den Hebel da drücken und schon geht's los. Und das werden wir gleich auch mal machen und dann werde ich euch mal zeigen, wie ihr das aufbauen könnt. Schaut genau hin. Yay! Riesengroßer Spülungsspaß. Manchmal kann es auch sein, dass hier Sachen daneben kommen. Also nicht richtig weggespült werden, sondern an Land sozusagen. Ja, das sind das jetzt hier unten und kann es aufsammeln. Oh, sogar eine giftige Kartoffel. Ja, das ist, wie es abläuft. Und jetzt zeige ich euch mal, wie es funktioniert. Dazu stellen wir das Wasser wieder ab. Und vielleicht seht ihr schon, dass sich hier etwas geändert hat. Die Kolben fahren nach oben und nach unten mit dem Kies. Ganz einfach zu erklären, ihr braucht entweder einen Hebel oder eine Redstone-Fackel und schaltet damit oder halt mit einem Hebel. Das müsst ihr also verbinden. Wenn es zu weit ist, dann noch mit dem Repeater dran. Wenn es hier irgendwie bis ganz da hinten ginge, müsste man es wieder verstärken mit einem Repeater. Das ist nämlich der hier. Damit kann man Sachen erweitern, also hier den Dings erweitern. Ich stelle das jetzt mir hier mal an. Und der Strom ist hier sozusagen nicht mehr da. Und mit dem Repeater erneuert ihn wieder und ist wieder aufgespannt. So, dann müsst ihr die Repeater da dran setzen an die Kolben und die Kolben werden dann hochfahren und runterfahren. Es ist egal, ob es ein klebriger Kolben oder ein normaler Kolben ist, das ist egal. Und es ist auch egal, welchen Block ihr nutzt, aber es ist nicht ganz egal. Ihr könnt nur zwei Arten benutzen, wenn ich das jetzt nicht richtig denke. Ich glaube, Seelensand fliegt nicht runter unten, ne? Nee. Ihr könnt nur entweder Kies oder Sand oder roten Sand dafür zu verwenden. Hierfür, weil Kies fällt und Sand und roter Sand. Und deswegen könnt ihr ihn benutzen. Ja, das war das Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, dann hoffe ich, wir sehen uns bald mal wieder. Vielleicht auch mal da hinten zum Beispiel oder bei meinen Survival Let's Plays. Oder bei den anderen Let's Plays. Und dann, ja, würde ich mich über einen Like freuen oder über Abonnenten. Und dann bis dahin. Und tschö, tschö. Ciao.